Sie haben Glück. Das ist unsere letzte Muss. Ja, Wahnsinn. So ein Glück. Ich habe noch zwei Löffel mitgebracht für die Damen, falls Sie probieren möchten. Nein, das ist sehr nett, aber wir sind satt. Ich kriege immer bloß Sodbrennen drauf. Das ist so was Feines, dieses Mandelmus. Für das könnte ich sterben. Wollt ihr nicht doch einmal probieren? Nein, das ist nicht mein Geschmack. Geh, Schnipsi, wir wollten das wissen. Du hast das doch gar nicht probiert. Das brauche ich nicht probieren, das Sigi. Ist das nicht ein ganz ordinärer Vanillepudding? Nein, Mama, das ist kein ordinärer Vanillepudding. Jetzt probier doch erst einmal, bevor es so saudum daherritzt. Und? Weiß nicht. Hä? Gell? Was heißt da gell? Was ist denn da drin? Gell, da kommt man nicht drauf. Das ist nämlich ganz was Raffiniertes. Moment mal. Das schmeckt nach. Ja, das schmeckt nach. Genau. Mhm. Ah, jetzt hab ich's. Also. Ich bin ganz nah dran. Pelikanol. Ist nett, ne? Na, das ist nett. Hm? Ein Bittermandelaroma. Jetzt tu's her. Ich meine, das ist halt wirklich nur ein ganz ordinärer Vanillepudding mit einem Bittermandel. Ja, ein ganz ordinärer, aufblasener Vanillepudding ist das da. Was heißt da aufblasener Vanillepudding? Ja, da, ein Haufen Luft ist drin. Den haben sie doch Mullinex gekaut und dann wird das so styroporig. Ja, wie ein Styropor schmeckt. Mhm. Das schmeckt nicht wie ein Styropor. Wie willst du das wissen? Du hast noch nie ein Styropor gegessen. Was kostet das überhaupt? 7,50 Mark. 7,50 Mark? Ja, so ein Beschiss. Was kosten da 7,50 Mark? Alles Luft. Hm. Was meinst du, wie es dich da bläht, wenn du das gegessen hast? Oh, das schmeckt. Halt!